Willkommen zurück zu Let's Play Destiny im Together. Together. Let's Play Together Destiny, Folge Nummer 19. Wir sind gerade vom Turm weggeflogen. Wir haben neue Raumschiffe. Ja. Meins sieht voll cool aus. Ja, meins sieht Geschmackssachen cool aus. Geschmackssachen cool aus. Gucken wir uns das mal richtig an. Das sehe ich nicht so richtig in dem Sonnenschein. Newsbreaker and now the latest. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ich meine, es hat was. Das sieht irgendwie fast so aus wie ein Schwebepanzer. Finde ich zumindest. Devin, oh ja, gelb und blau. Ja, sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. So, wir haben beide neue Schiffe und mit den beiden neuen Schiffen fliegen wir jetzt zum Mars. Mit dem brandneuen Planeten. Wir müssen nämlich ein Tor oder den Eingang zum Schwarzen Garten finden. Mysteriös. Mysteriös. Und Lauch. Und Lauch. Ach nee. Wenn dir meine schlechten Witze nicht gefallen, dann mach doch deine eigenen. Mach's doch besser, wenn du kannst. Nee, das ist ja das Schlimme. Ich kann's ja nicht besser. Was? Kein Gebrabbel? Nö, ich dachte jetzt auch gerade. Okay, wir fliegen einfach zum Mars. Na gut, dann. Ach, wahrscheinlich kommt gleich. Ja, es kommt gleich eine Cutscene. Also, cool. Spoiler. Freust du dich schon auf den roten Planeten? Leiser. Ganz schön rot. Hat Wolken. These coordinates put the gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Now, the Cabal occupy the area, and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Dann wollen wir doch mal, ne? Great. The gate to the Black Garden is miles from here. And the Cabal got a lock on orbital communication. If you want your Sparrow, you're going to have to break into one of their bunkers and disable the system. Willkommen auf Mars. Schön. Das da hinten ist Phobos, einer der Monde vom Mars. Keine Ahnung, warum der so nah ist, aber... Er dreht sich. So. Und ich habe ja vorhin gesagt, auf Destiny gibt es auch Anzeichen für Wasser auf dem Mars. Und die hat man bestimmt schon im Intro kurz gesehen, gerade eben in der Cutscene, diese schwarzen Flecken hier überall. Das ist kein Dreck. Sondern das ist Anzeichen für Wasser. Für versickertes Wasser. Ja? Ja. Wie genau, kann ich dir jetzt nicht erklären, aber... So ist das. So, wir können unseren Sparrow nicht holen. Wir müssen in einen Bunker der Kabal gehen, was auch immer das ist. Ein Bunker? In einen Bunker der Kabal. Steht da. Dann wollen wir mal. Here's what I have on the Cabal. 800 pounds and highly militarized. They blow up planets and moons just for getting in their way. Just so you know what we're dealing with. Das klingt ja herzallerliebst. Das klingt so ein bisschen nach einer Rasse von Aliens, die nur aus Titans besteht. Du bist ja richtig gut aufgehoben. Dann wollen wir mal sehen, wer der bessere Titan ist. Ja gut, vielleicht sind die 800 Pfund nicht... Ja. Weiß ich gerade besser. Ach, da lang wieder mal, ne? Immer diese Hunter. Wollen nie erforschen gehen. Immer diese Titan. Denken nicht drüber nach, wo sie lang gehen. Natürlich. My advice? We avoid engagement until we understand them better. Also wenn die da keine Kameras drin haben, dann weiß ich auch nicht. Easier than I thought. Klingt verdächtig. Scanning for something linked to their orbital grids. Irgendwas läuft über uns. Oder sind es Maschinen?
Kann auch sein. Hört sich eher an, als ob da jemand sprechen würde. Moment, bevor wir das machen. Ja, genau. Selber Gedanke. Da ist aber nichts, ne? Nee, da ist nichts. Machen wir mal dieses komische Ding hier scannen. Access key? I don't need an access key. DOS is more complicated. I think I initiated a failsafe. Wer hätte es gedacht? Ein Witz. Nee, Geist scannt was und der Alarm geht los. Donadi. Ich hab Schiff getroffen. Yes, that was their failsafe. Mhm. Ich glaube, das sind die Kabal. 800 Pfund. Hochgradig militarisiert, ne? Ja, die schießen mit dem Schiff auf uns. Ah, das nenne ich doch mal Kavallerie. Und jetzt geht er weg. Dann ist es weg. Na gut. Doch nicht. Gut. Legionäre heißen sie. Na, wie sind sie? Russia. Russia. Ein Centurion. Ich glaube, die sind irgendwie ans Römische Reich angelehnt. Also. Legionär. Ja, irgendwie schon. Ey. Ich mag die Musik hier. Sparrow is accessible. Let's head toward the gate. Ich habe was gesehen, das hast du auch gesehen. Drax Malus 3. Ist das eine neue Waffe für dich? Ja. Nein, leider nicht. Okay, wir können uns einen Sparrow holen. Wir holen mal unseren Sparrow. Einfach mal einen Kabal über den Haufen fahren. Schön, wie asynchron das hier bei mir ist. Mit dem Lied. Maybe they know something about. Ach, jetzt ist vorbei. There's a few outposts nearby. Nur weil du dich beschwerst. Let's check them out. Beschwert man sich, schon wird's besser. You want to get in the middle of this? That's your call. Ach, die kämpfen hier gegeneinander. Nö, komm. Ja, ist sowieso nichts übrig. Ich. Ah, schnell durch. Ganz schnell. Da sind böse, böse Gegner. An outpost should be up ahead. So böse sind die nicht. I can dig into their systems and see what I can find about the gate. Ob das so eine gute Idee ist, dass er sich wieder in irgendwas einhackt? Look for something I can access. Die sind so doof. Springen einfach auf uns zu, nur um zu sterben. Ich glaube, die wissen nicht, womit sie es zu tun haben, oder? Nein. Denn wir sind ja die ersten Mütter hier auf dem Mars. Uns mal geschichtlich betrachtet. Also. Seit langer Zeit. Ist ja eine Sperrzone. Ja, hab ich was für euch. Ganz neue Technik. Ja, ganz neu. Wenn sich auf den Boden hauen. Wenn sie in den Boden hauen. Boden stampfen. Das kennen die gar nicht. Ja, doch, stampfen können wir. Also, das sind wie gefürchtet und Kabal, weißt du? Ja, klar. Das sind böse und jagen Planeten. Linux, Denix in die Luft. Alright, find out who's in charge and take their keys. Frage ist, warum haben sie es doch noch nicht mit uns gemacht? Welche haben sie es vor? Ist das die Erde? Gewesen? No. Nee, das war Mars. Oh, oh, oh. Hallo! Ja, ein Geo auf Entfernung ist nicht so, ne? Ach doch, du musst nur eine Seite schießen. Nee, ich hab einen Verzug gewinnen. Das war. Eine neue Gegnerart da unten. Ja, Psion. Psion? Soll ich jetzt schon verraten, was sich mit denen auf. Mit was es den auf sich hat? Nee. Na, na gut. Kannst du gerne sagen, was machen? Na gut, mach später mal.
Da. Ein böser, böser Junge. Rakus. Tu. Die Titel darf ich erklären, oder? Die Titel darfst du erklären. Bei den Kabalen ist das immer so. Der erste Teil des Namens ist der Titel und danach kommt erst der Name. Also Brakus ist ein Rang von ihm gewesen und Taug war sein Name. Genauso wie im römischen Bereich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das genauso war. Ja, der Titel, Rang eben und weißt du, die heißen einfach Tau. Also der Typ heißt Tau. Der ist der Rang von ihm, also Kommandant oder sonst irgendwas. Weil der Rang ist dann einfach Brakus. Wie gesagt, sehr ans Römische Reich angelehnt. Auch die Phalanx hier mit den Schilden. Oh, großartig. Ja, ich höre das, ich hab's nicht gesehen. Was sind das für komische Dinger? Was ist daran großartig? Warum mögen sie es nicht? Fragt sich der Zuschauer. Die Antwort ist ganz einfach. Klingt. Aber wir werden sie nicht erfahren, bis wir Taken King spielen. Oh, jetzt hast du schon ein bisschen vorausgesagt. Na und? Hallo, die Dinger heißen Taken. Nein, in meiner Augen heißt das nicht. Alles klar. Impressive. The Cabal managed to penetrate the Vex cognition mesh. Mhm. Interessant. Stark, aber oho. Nett. Metalle. Ha. Wir müssen, glaube ich, mit der Crow rein. I'm not sure they even understand what the gate is. Ja. But if we're going to wake the gate lord's eye and get into the Black Garden, looks like we're going to have to go through the Cabal. So, gucken wir doch mal ganz kurz, was im Questlog steht. This is starting to feel like a shell game. Hm. Get the eye, get to the garden, then what? Ja, was dann? Keine Ahnung. Was ist denn ein Shell Game? Ein Muschelspiel? Ein Höhlenspiel? Ich weiß nicht, ich kann es nicht aufrufen. Wir sind jetzt auch gerade erst bei 12 Minuten. Ja. Wie doof. Aber ja, egal. Blöd. Wir müssen zum Turm. So. Zum Turm fliegen, ne? Zum Turm fliegen. Machen wir das gleich. Würde ich auch sagen. Putti Marie. Neue Wachen ausrüsten. Noch eine Party-Einladung. Können Sie es wissen? Hä? Ist pünktlich. Jetzt wäre 22.30 Uhr Raid-Zeit eigentlich. Raid-Zeit? Ich glaube, einer fehlt noch. Einer fehlt noch, ja. Außer uns beiden. Sicher? Also eigentlich hätten wir jetzt einen Termin, aber wir sind noch gerade mitten in der Aufnahme. Gut, wir sind bei 14 Minuten. Oh. Theoretisch könnten wir jetzt auch eine Aufnahmepause machen und dann später weiter aufnehmen und das dann zusammenschneiden. Und es dann irgendwie so zusammenwursteln, dass es eigentlich richtig eine coole Folge ist. Oder aber wir machen einfach mal eine sehr kurze Folge. 15 Minuten Folge. Erstens, weil wir jetzt gerade noch einen Termin haben. Andererseits, weil, wenn wir jetzt noch eine Story-Mission starten würden, dann würde die wirklich nochmal 10 bis 20 Minuten dauern. Ja, die geht, glaube ich, ein bisschen länger. Das wäre jetzt das mit dem Auge, oder? Ja, ich glaube, das wäre das. Das Aufladen. Ja. Nee, da kommt noch was davor. Wir müssen, glaube ich, das ein bisschen erkunden. Du warst weise, mich zu kontaktieren. Die Versteckten haben eine Antwort ans Licht gebracht. Ich nehme an, die Versteckten sind so eine Art Scholare oder sowas, ne? Ich so. Keine Ahnung, die kommen immer öfters vor. Ja, die kommen immer öfter vor, seit Taken King kommen die immer. Ja. Special Force oder so. Und das Auge mit dem
Tor anzuordnen oder sowas, ne? Baust du die Energie von Wechstürmen auf dem Mars oder Wechssäulen? Was? Wechssäulen. Wechssäulen auf dem Mars. Die meisten sind tief im Untergrund, aber eine ist eigentlich in klarer Sicht in der Mitte eines Kabal-Kriegscamps. Cool. So war das doch mit dem Auge. Ja, ja, das kommt jetzt mit dem Auge. I knew you'd take care of it. So. Seize control of the Black Garden Spire held behind the wall of the Kabal Warbase. Also müssen wir das, ja, das kommt jetzt mit dem Auge. Und natürlich kommt jetzt das mit dem Auge. Ja, klar. Ich hab gedacht, da kommt noch was davor. Nee, nee. So, Shoulder Charge, der tödlichste Titan-Skill im PvP, sagt man. Ich finde den lächerlich, wirklich mit allen anderen, aber gut. Was steht da noch so? Die Energie eines Vex, was war das? Turms? Nee, Vex. Was war das gerade eben? Vex? Säule. Eine Vex-Säule auf Mars. A tall order just by itself, but our best bet is a Vex by in the middle of a Kabal camp. That's, well, honestly, that's not the weirdest thing we've had to do. Let's get it done. Ja, machen wir. Aber wirklich nicht mehr diese Folge. Wir sind jetzt erst bei 17 Minuten, aber wenn wir das jetzt machen würden, dann würde das tatsächlich jetzt mindestens 15 Minuten dauern, weil das ist wirklich eine lange Quest. Oder eine lange Mission. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Ja. Die dann morgen Mittwoch, nee. Morgen? Gar nicht, Mittwoch. Morgen 16 Uhr wieder erscheint. So. Ja. Und die dann mit Sicherheit wieder länger als 20 Minuten wird. So. Stimmt. Bis dahin. Ciao. Ciao.